das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Erst wurden Sie als meist nicht wirksam abgetan, dann galt Ihre Nutzung auf einmal als empfehlenswert. Seit heute sind sie Pflicht. Mund- und Nasenmasken müssen nun in fast allen Bundesländern im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften getragen werden. Was aber nicht heißt, dass die allgemeinen Abstandsregeln damit aufgehoben wären. Die gelten weiterhin, auch wenn dieser Pressetermin heute am Leipziger Flughafen das Gegenteil vermuten ließe. Um die Lieferung von mehr als 10 Millionen Schutzmasken aus China durch die Bundeswehr entgegenzunehmen, war Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer höchstpersönlich angereist. Das Verteidigungsministerium entschuldigte sich anschließend, dass es zu dieser offensichtlichen Missachtung der Abstandsregeln kommen konnte. Wie der erste Tag der Maskenpflicht ansonsten so verlief, eine Bilanz von David Sajons. Der Kölner Hauptbahnhof heute Mittag. Fast jeder, der hier aus den Regionalbahnen steigt, trägt eine Maske. Die Reaktionen auf die neue Regel überwiegend positiv. Ich trage die Maske schon seit langem. Heute ist nicht für mich der erste Tag. Aber ich finde es schön, dass heute alles die Maske tragen. Ich fühle mich sicher. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand gerne eine Maske trägt. So, und damit jetzt anderen zu helfen, ist natürlich eine geile Sache, klar, aber ist trotzdem furchtbar anstrengend. Das ist eigentlich ein Kopftuch, was ich mir hinten mit Sicherheitsnadeln zusammengebunden habe. Ja, und ich ganz schnell hoch und runter ziehen, so. Der Mund- und Nasenschutz ist jetzt fast überall Pflicht, in Bussen und Regionalbahnen. Schleswig-Holstein will am Mittwoch als letztes Land nachziehen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kündigte an, dass bald auch in den Fernverkehrszügen Masken vorgeschrieben werden könnten. Auch in den Geschäften heißt es seit heute Maske auf. Das ist außer in Berlin Pflicht in ganz Deutschland, so wie in diesem Fahrradladen in Köln. Wenn jetzt einer unvorbereitet hier hinkommt und hat keine Maske, dann kann er entweder entscheiden, er nimmt eine Maske kostenlos von uns und desinfiziert die Hände und macht das alles, oder er kommt dann halt nicht in den Laden. Bisher, so erzählt uns der Fahrradladenbesitzer, halten sich seine Kunden an die Regeln. Auch die Stadt Köln zieht ein positives erstes Fazit. Der Eindruck, der entsteht, wenn man in den Bahnen und den Bussen unterwegs ist oder auch in den Läden, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen die Maske tragen. Wir glauben, es sind 90% und mehr. Und von daher sind wir ganz zufrieden mit der ersten Bilanz. Kontrollen und Strafen sind bundesweit nicht einheitlich. In Nordrhein-Westfalen entscheidet jede Kommune selbst. In Köln kontrollieren Ordnungsamt und Verkehrsbetriebe. Ab Mittwoch droht hier ein Bußgeld von 150 Euro. Damit müssen auch Maskensünder in Bayern rechnen. Dort ist die Polizei zuständig. Es ist aber nicht so, dass man sich das so vorstellt, dass das für die Polizei ab heute oberste Priorität hat, jeden zu kontrollieren, ob er denn eine Maske trägt oder nicht. Wir vertrauen das sehr auf die Vernunft und auf die Einsicht der Menschen, dass eben diese Maske getragen wird. Maskenkontrolle in Freiburg. Hier ist der städtische Vollzugsdienst unterwegs. Wer keine Maske hat, muss die Bahn verlassen. Aber vorerst ohne Strafe. Also alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war mit ganz viel Einsicht. Und die meisten sind auch gerade auf dem Weg gewesen, sie holen sich welche. Das funktioniert. Bei dem einen oder anderen müssen wir mal kurz wieder die Einsicht herbeiführen, aber das funktioniert ganz gut. Die neuen Regeln, sie werden gut angenommen, so der Eindruck insgesamt in Deutschland. Es ist Tag 1 der Maskenpflicht und Tag 1 einer neuen Realität. Und diese neue Realität, die ist in Tschechien schon eine ganze Weile Alltag. Dort wurden schon Mitte März nicht nur sehr rigide Ausgangsbeschränkungen erlassen, sondern auch das Tragen von Masken zur Pflicht gemacht. Und zwar nicht nur in Geschäften oder Bussen und Bahnen, sondern sobald man das Haus verlässt. Auch auf diese Maßnahme führt unser Nachbarland zurück, dass Tschechien bislang noch recht glimpflich durch die Pandemie gekommen ist. 7.431 Infektionen wurden laut Johns Hopkins Universität nachgewiesen, 222 Infizierte starben in einem Land mit gut 10 Millionen Einwohnern. Danko Hanrik ist dem tschechischen Modell auf den Grund gegangen. Es scheint niemanden hier so richtig anzustrengen. Es wirkt kinderleicht, eine Maske zu tragen. Und gefühlt jeder hält sich daran. Es ist nötig. Ich bin selber Ärztin. Es schützt mich und es schützt sie.
Ich glaube, es hilft, wenn man sich nur mal die Zahlen ansieht, dass sich das Virus hier nicht so verbreitet, dann hat das doch seinen Grund. Anders als in Deutschland muss in Tschechien überall in der Öffentlichkeit die Maske getragen werden. Für Experten im Land eine der effizientesten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Sicher spielt auch der psychologische Effekt eine Rolle. Schon wenn man sich die Maske aufsetzt, macht man sich klar, dass wir gerade in einer besonderen Situation stehen. Ich persönlich finde, wir sollten uns immer, also auch in der Grippesaison, an die Maske gewöhnen, vor allem also im Winter. Zwar gab es auch in Tschechien nicht genügend Masken, doch die Tschechen reagierten. Aus dem Land wurde gefühlt eine große Nähmaschine. Nachbarschaftshilfe heißt in Corona-Zeiten in Prag gemeinsames Maskennähen. In einem Kulturzentrum in Prag werden sie auf einem Maskenbaum kostenlos zur Verfügung gestellt. Da staunen die wenigen Ausländer, die noch in der Stadt geblieben sind. Wie die Tschechen diese Krise gemeistert haben im Vergleich zu Großbritannien, Frankreich, Spanien oder den USA, das ist viel besser, viel organisierter. Die ganz normalen Menschen haben daran einen großen Anteil. Die haben zusammengearbeitet. Die haben Dinge gemacht wie hier, diesen Maskenbaum. Die Tschechen haben soziale Verantwortung gezeigt. Und das hat geholfen. Im Kampf gegen das Coronavirus war Tschechien, Deutschland, immer um einige Tage voraus. Schulen wurden schneller geschlossen, Veranstaltungen schneller verboten. Die Maskenpflicht als eine der ersten großen Maßnahmen beschlossen. Der Gesundheitsminister ist optimistisch. Wir haben gute Zahlen hier. Manche Leute sind deshalb schon der Ansicht, dass wir die Masken gar nicht mehr brauchen. Ganz im Gegenteil. Wir sind überzeugt davon, dass die Masken weiter einen guten Dienst leisten, weil wir jetzt in die Phase der Lockerung treten. Wir öffnen Geschäfte und Märkte, wo die Leute zusammenkommen. Und deshalb ist das Tragen von Masken die entscheidende Prävention. So trägt John Lennon in Prag auch Maske. Und man hört ihn Imagine summen. Es ist so einfach, wenn man es versucht. Und doch gewöhnungsbedürftig. Die Maskenpflicht und was sie im Kampf gegen Corona bringen könnte, kommentiert Oliver Jarasch vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Klar ist mit der Maskenpflicht nicht so eine Sturmhaube gemeint, aber da geht das Durcheinander ja schon los. Es reicht, Mund und Nase wie auch immer zu bedecken. Die Berliner Autonomen jubeln also schon und werden das Vermummungsgebot kurz vor dem 1. Mai fantasievoll auszuweiten versuchen. Das ist der Albtraum jedes Polizisten, wenn jedes Banditentuch als Corona-Schutz umdefiniert werden könnte. Erste Autofahrer sollen im Geschwindigkeitsrausch auch schon versucht haben, die Vorteile des Mund-Nasen-Schutzes gegenüber der Blitzerkamera für sich nutzbar zu machen. Ist aber verboten. Weit hergeholt, okay. Wenn es seit heute Land auf, Land ab heißt, Maske auf, geht es um Supermärkte und den Nahverkehr, schon klar. Aber mal ehrlich, der Mund-Nasen-Schutz ist längst zum Modeaccessoire geworden. Ein Streetwear-Artikel, den viele aus der Jackentasche kramen, wenn sie Bus und Bahn nutzen oder einkaufen gehen. Ich finde, auch wenn die Corona-Debatte bislang über weite Strecken vernünftig und sachlich geführt wurde, hier lässt sich Aktionismus beobachten. Es ist eher eine Übersprungshandlung. Nicht falsch verstehen, aus Rücksicht eine Schutzmaske zu tragen ist richtig und sinnvoll und gibt uns auch Freiheit im Alltag zurück. Aber die bundesweite Maskenpflicht suggeriert eine Sicherheit, die nicht da ist. Sie lenkt davon ab, dass sich immer mehr Menschen nach Lockerung sehnen und in Sicherheit wähnen. Genau davor habe ich Angst, dass wir zu schnell zur Normalität übergehen und mit Maske als Alibi Vollgas geben. Mir kommt das augenblicklich so vor, als würde man einen Kampfhund von der Leine lassen und ihm halbherzig hinterherrufen, aber vergiss nicht, den Maulkorb anzulegen. Die Meinung von Oliver Jarasch. Die Vollbremsung vor 6 Wochen, die war hart und abrupt. Jetzt soll der abgewürgte Motor wieder in die Gänge kommen. Aber er wird nur ganz behutsam wieder auf Touren kommen. Nach dem Corona-bedingten Stillstand startete Volkswagen heute früh unter anderem wieder die Produktion am VW-Stammsitz in Wolfsburg. Mit nur einem Bruchteil der Belegschaft, aber immerhin, die Zündung hat funktioniert. Davon erhoffen sich auch zahllose Zulieferer neuen Anschub. Und den hat die Autobranche insgesamt nötig, denn der Verkaufseinbruch ist dramatisch. Jörg Isen über viel Veränderung bei VW. VW-Werksleiter Loth führt in der Frühschicht durchs Wolfsburger Werk.
Die ersten Bänder laufen. Von 70.000 VW-Beschäftigten arbeiten zunächst wieder 8.000, davon nur einige hundert an der Montagelinie des Golf. Die meisten sind zu Hause, bekommen Kurzarbeitergeld, von VW auf 90% aufgestockt. Der Wechsel ans Band zunächst ungewohnt. Es ist ganz gut, dass es erstmal langsam anfährt, damit man sich so allmählich auch dran gewöhnt, wo alles hier hinkommt und mit den Mitarbeitern zurechtfindet wieder. Ob das Wiederanfahren in der Autoindustrie glückt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das sind zum einen mögliche Infektionsgefahren, aber auch fehlende Bauteile. Zwar haben die Zulieferer, wo es geht, vorgearbeitet, aber das Logistiknetz ist weit gespannt. Wir brauchen die Zulieferer in Spanien, in Italien. Wir haben insgesamt alleine in Italien 500 Zulieferer mit ca. 19.000 Teilenummern. Wir haben in Spanien 500 Zulieferer mit ca. 40.000 Teilenummern. Und die Zulieferung muss funktionieren. Nächstes Problem, der Handel. Bei VW ist der Verkauf im März um fast 40% eingebrochen. Und bei den Händlern herrscht Kundenflaute. Wenn nicht etwas passiert und das Geschäft anläuft, dann wird es in Deutschland verdammt eng in unserer Branche. Und das nicht nur bei Volkswagen, sondern wirklich über alle Marken. Und das ist dann schon ganz böse. Daimler hat sein Werk letzte Woche angefahren. Audi startet Mittwoch. Doch wer hat jetzt Geld, um Autos zu kaufen? Das Land und VW fordern staatliche Fördergelder, um Kaufanreize zu schaffen. Denn die Autoindustrie sei der Motor der Wirtschaft. Gerade die Automobilindustrie ist dadurch gekennzeichnet, dass eine ganze Fülle von anderen Bereichen auch davon abhängen, dass es hier läuft. Ich denke an die chemische Industrie, ich denke an die Stahlindustrie. Ob Abwrackprämie oder Bonus für ökologische Innovation, die staatliche Förderung allein für die Autoindustrie, für viele Experten ist das falsche Signal, um einzelne Industriebranchen zu fördern. Wir brauchen einen großen Impuls in Deutschland, in Europa, um die Nachfrage in Gang zu bringen. Und da sollten wir jetzt nicht zwischen Autos und Möbeln und anderen Dingen unterscheiden, sondern alles, was hochwertig ist, besser ausstatten mit Steuervorteilen. Kommenden Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern ihre Pläne zur Förderung der Autoproduktion in Deutschland weiter besprechen, damit alle Bänder, nicht nur die bei VW, wieder voll ausgelastet sind. Und unter anderem darüber habe ich am Abend mit Herbert Diess gesprochen, dem VW-Konzernchef. Guten Abend, Herr Diess. Guten Abend. Übermorgen gibt es also das Spitzentreffen, wie der Autoproduktion in Deutschland geholfen werden soll. Sie fordern baldige, kraftvolle Maßnahmen. Bundestagspräsident Schäuble sagt zu dem Thema, hoffentlich werden uns nicht wieder nur Abwrackprämien einfallen, die es der Industrie ermöglichen, weiterzumachen wie bisher. Welche innovative Idee kommt denn von Ihnen jetzt? Ja, ich glaube, dass wir dringend ein Konjunkturprogramm brauchen. Das Automobil bietet sich an, es hängen viele Arbeitsplätze dran. Sobald Autos verkauft werden, sobald der Kunde im Handelsbetrieb kommt, geht Bestellkette los. Wir setzen ein ganzes System in Bewegung. Arbeitsplätze beim Handel, beim Hersteller, beim Zulieferer sind gesichert. Dann natürlich auch die Materialketten, Stahl, Kunststoff. Auch der Maschinenbau bekommt neue Aufträge. Ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll ist, die Wirtschaft mit einem kraftvollen Impuls wieder anzuwerfen. Das Automobil bietet sich an. Und ich glaube, wir sind auch historisch in einer Situation, die einzigartig ist, weil wir können auch einen großen Beitrag zu einem besseren Umweltschutz leisten. Die Fahrzeuge, die wir im Jahr 2020 absetzen, verbrauchen emittieren rund 100 Gramm CO2 im Durchschnitt. Und wenn wir mal 10 Jahre zurückblicken, dann waren das 150 etwa. Das heißt, wir machen 30% Fortschritt durch neue Fahrzeuge. Gleichzeitig reduzieren wir Emissionen, Stickoxide, Partikel dramatisch, Faktor 5, Faktor 10. Also ich glaube, es hilft sowohl der Umwelt als vor allem auch der Wirtschaft natürlich und den Arbeitsplätzen, wenn wir jetzt ein kraftvolles Programm starten. Ja, aber das heißt, wenn Sie die Umwelt so ansprechen, man könnte ja dann auch nur Autos fördern, beispielsweise, die klimafreundlicher sind als andere, nur klimafreundliche Antriebe beispielsweise. Wäre das eine Option? Ja, im Durchschnitt, und es gibt ja eine Reihe von alternativen Antrieben, Hybride, Plug-in-Hybride, die neueste Generation der Diesel, die neuesten Generation der Benziner. Wir haben ja, so genau, viel Benziner und Diesel, sagen Sie. Diese Autos wollen Sie auch wieder fördern. Aber wäre das jetzt nicht die Chance, mal richtig innovativ und nur die umweltfreundlichen anzukurbeln?
Ja, wir haben auch kraftvolle Programme ja für im Wesentlichen die Elektrofahrzeuge, für Plug-in-Hybride. Aber in Summe wird die Flotte einfach um so viel besser und wir können massiv den Umweltschutz beschleunigen, indem wir die Fahrzeuge verkaufen, die wir jetzt ins Programm bekommen im Jahr 2020. Dass Sie verkaufen wollen, das ist ja verständlich. Aber warum sollte jetzt speziell wieder mal die Autobranche unterstützt werden, wo doch fast alle Branchen irgendwie betroffen sind? Wäre da nicht etwa eine allgemeine Senkung der Mehrwertsteuer viel sinnvoller? Ja, das ist eine zulässige Diskussion. Ne? Konjunkturprogramme können natürlich auch anders gestaltet werden. Das Auto hat den Vorteil, dass es eben eine ganze Wertschöpfungskette in Betrieb setzt, insbesondere in Deutschland. Deutschland ist ein Autoland und Absatzprogramme im Automobil stimulieren die gesamte Wirtschaft nachhaltig. Und damit bietet sich das Auto an. Natürlich könnte man auch die Mehrwertsteuer reduzieren. Das ist eine relativ teure Maßnahme. 1% Mehrwertsteuersenkung kostet rund 10 oder 11 Milliarden. Und die Wirkung ist nicht wirklich nachhaltig. Also Auto bietet sich schon an. Wobei man natürlich sagen muss, dass andere Branchen vielleicht sogar stärker betroffen sind, zumindest kurzfristig, als das Automobil. Denken Sie an die Gastronomie oder die Reisebranche. Also den würden Sie den Vorzug lassen? Aber das Auto hat einen größeren Effekt. Den würden Sie also den Vorzug lassen, bevor man sich um die Autos kümmert? Ja, ich glaube, man muss zwei Phasen unterscheiden. Einerseits die Stabilisierung der Wirtschaft. Und ich glaube, da ist sehr viel getan worden, im Wesentlichen mit Kreditsicherungen, mit Zusagen, mit Kurzarbeitergeld. Aber jetzt geht es darum, die Wirtschaft zu stimulieren, neu zu stimulieren. Das heißt, wir brauchen Konsum. Die Wirtschaft muss sich wieder in Bewegung setzen. Und da ist eine Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, wahrscheinlich die beste, das Auto. Dem Vernehmen nach plant VW auch wieder Milliarden Euro in Dividende an die Aktionäre auszuzahlen. Wie passt das denn mit dem Ruf nach staatlicher Unterstützung durch eine Kaufprämie zusammen? Ja, die Dividendenauszahlung ist eine in der Reihe der Ausschüttungen, die wir natürlich fürs letzte Jahr tätigen. Wir hatten ein sehr erfolgreiches 2019 und etwa 20 Milliarden Gewinn, 17 Milliarden nach Sondereffekten. Wir hatten also eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte von Volkswagen. Dann brauchen wir eigentlich gar keine Hilfe. Natürlich geht es dann darum, das Geld auch zu verteilen. 30% wird davon Steuern bezahlt. Es werden die Mitarbeiter natürlich auch bedient mit großen Programmen. 500 Millionen gehen an die VW-Mitarbeiter. Bei Porsche, haben Sie mitbekommen, kriegen die einzelnen Mitarbeiter bis zu 9.000 Euro. Natürlich geht es darum, auch das erwirtschaftete Vermögen zu verteilen. Vieles davon geht auch an den Staat zurück. Denken Sie an das Land Niedersachsen. Wir planen 1,8 Milliarden. Das verstehe ich, aber Herr Dies, es geht ja auch um das Bild in der Öffentlichkeit. Davon gehen alleine 400 Millionen nach Niedersachsen zurück. Genau, aber wenn man auf die Kaufanreize vom Staat pocht. Einige Unternehmen stellen ja ihre Verträge in Frage. Ne? Stehen Sie noch zu den Zusagen? Das sind alles Themen, die wir im Prinzip zugesagt haben. Unseren Mitarbeitern, auch den Aktionären. Und man muss sich sehr gut überlegen, wann man diese Zusagen aufhebt. Das im Wort stehen unbenommen, aber es geht um das Bild in der Öffentlichkeit. Wenn man auf die Kaufanreize vom Staat mit Steuergeldern pocht, wenn man 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit hat, auch wenn VW da viel in die Arbeitslosenversicherung gezahlt hat in der Vergangenheit, aber müsste man da nicht auch Dividenden, vielleicht sogar auch Bonuszahlungen kürzen? Ja, als letztes Mittel werden wir uns das sicherlich auch noch überlegen. Wir haben die endgültigen Beschlüsse noch nicht gefasst. Aber zunächst kommen wir ohne Staatshilfen aus und haben das auch vor, die Krise ohne Staatshilfen zu bewältigen. Wir haben in dem Kurzarbeitergeld, haben Sie angesprochen, das sind Beiträge, die wir einbezahlt haben. Die Mitarbeiter und das Unternehmen, jeweils hälftig, über 4 Milliarden in den letzten 10 Jahren. Wir haben davon wenig beansprucht. Und ich glaube schon, dass es in so einer Krisensituation auch erlaubt sein muss, auch Kurzarbeitergeld zu beanspruchen. Ein anderes Problem, das Sie haben, Sie brauchen unzählige Zulieferer. Die passgenau nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Spanien, aus Italien liefern. Aber dort steht weiterhin vieles still. Wie kann das funktionieren, das wieder hochfahren bei VW jetzt? Ja, wir haben ja in diesen Tagen jetzt gestartet, in der letzten Woche schon einige Kleinserien, fahren jetzt 15% etwa der Kapazität und wollen in den nächsten Wochen dann Schritt für Schritt die Produktion hochfahren. Die Zulieferketten funktionieren und wir haben auch Zusagen aus Italien, dass die kritischen Zulieferungen funktionieren werden. Mhm. Dennoch kostet sie jetzt schon der Stillstand eine Menge Geld. Was bedeutet das für die Arbeitsplätze? Ja, wir versuchen die Krise natürlich bestmöglich zu meistern. Wir stehen auf der Bremse beim Geld ausgeben, bereiten uns jetzt auf den Wiederanlauf vor. Aber das ist natürlich auch mit ein Grund, warum wir sagen, wir müssen jetzt die Wirtschaft in Bewegung bringen und eine Absatzhilfe für Autos würde dabei sehr gut helfen. Sagt der VW-Konzernchef. Vielen Dank, Herr Dies, für das Gespräch. Ich bedanke mich.
Und während die Autoindustrie also langsam wieder hochfährt, zeichnet sich für die Luftfahrtbranche weiter kein Silberstreifen am Horizont ab. Fast die gesamte Flotte der größten deutschen Fluglinie Lufthansa steht nun schon seit Wochen still. Und so hisste das Unternehmen die weiße Fahne und kündigte an, ohne staatliche Hilfe werden wir abstürzen und diesen Crash nicht überleben. Aber wie weit soll eine solche Hilfe gehen? Wird der Staat selbst den Steuerknüppel übernehmen oder eher als stiller, aber finanzstarker Passagier an Bord gehen? Gerrit Rudolph. Passagiere nicht in Sicht. Der Frankfurter Flughafen heute Nachmittag. Das wichtigste Drehkreuz der Lufthansa fast menschenleer. Leer stehen auch die vordersten Fluggastbrücken da, die sonst bevorzugt von den Maschinen der größten deutschen Airline genutzt werden. Die stehen jetzt massenhaft auf einer stillgelegten Landebahn. Für das erste Quartal meldet Lufthansa einen Milliardenverlust und bittet die Regierung um ein Rettungspaket. Verhandelt wird derzeit offenbar über Staatshilfen von 9 bis 10 Milliarden Euro. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir auch ein klares Bekenntnis zwar zur Lufthansa auch geben, aber auch klar sagen, dass auch so eine Beteiligung dann auch befristet ist, dass wir auch dann das Ziel haben müssen, dann, dass wieder die Lufthansa auch an den Markt gebracht wird. Die Lufthansa soll vom Staat gestützt werden, ohne dass ihr die Politik reinredet, zum Beispiel Vertreter in den Aufsichtsrat schickt, schlagen Unionspolitiker vor. Die Lufthansa soll nicht verstaatlicht werden. Sollte der Staat sich entscheiden, beispielsweise dabei zu sein, dann ist es wichtig, dass er wie ein stilles Beiboot die Lufthansa begleitet, aber nicht das Sagen auf der Kommandobrücke bekommt. Auch Wirtschaftsminister Altmaier ist für Finanzhilfen ohne staatlichen Einfluss auf die Airline. Der Koalitionspartner SPD hält dagegen. Staatsgeld ohne Mitsprache werde es nicht geben. Das fordert auch die Flugbegleitergewerkschaft UFO. Sollte der Staat tatsächlich mit mehreren Milliarden Euro der Lufthansa helfen, dann sollte der Staat eben mit dem Geld der Allgemeinheit auch die Verantwortung in der Umsetzung dafür tragen, dass es der Allgemeinheit auch zugutekommt. Zuallererst stehen hier natürlich für uns die Arbeitsplätze im Vordergrund. Die Folgen der Corona-Krise treffen die Luftfahrtbranche weltweit hart. Nicht nur in Deutschland geht es um milliardenschwere Staatshilfen für Airlines. Die amerikanische Regierung hat 25 Milliarden US-Dollar locker gemacht, ein starkes, ein großes Hilfspaket, hat das Ganze aber auch an Bedingungen geknüpft. Das heißt, die Fluggesellschaften müssen gewisse Strecken, Flugverbindungen aufrechterhalten und sie müssen auch Arbeitsplätze garantieren. Das sind auch mögliche Knackpunkte in den Verhandlungen zwischen Bundesregierung und Lufthansa. Besonders wichtig ist allerdings die Frage, wann und wie der Staat wieder aussteigen kann. Ein Problem auch bei früheren Staatsbeteiligungen. Ich will das Beispiel der Commerzbank nennen. Da ist die Bundesregierung eingestiegen und ist immer noch drin, 10 Jahre nach der Finanzkrise. Also es ist nicht sozusagen einfach, jetzt helfen wir und dann ist das Thema wieder durch, sondern man muss sich immer genau überlegen, was passiert denn anschließend. Klar scheint, die Lufthansa wird Staatshilfen in Milliardenhöhe erhalten. Offen ist noch die Frage, ob die Regierung Bedingungen stellt und welche. Die Entscheidung fällt voraussichtlich am Mittwoch im Kanzleramt. Nach ersten Öffnungen in der vergangenen Woche hat heute in fast allen Bundesländern der Schulbetrieb wieder begonnen, allerdings in sehr begrenztem Maße. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner. Heute durften vor allem Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge wieder zurück in die Klassen. Dabei gelten strenge Hygieneauflagen und andere Schutzmaßnahmen wie etwa zeitversetzter Unterricht. Wann weitere Jahrgangsstufen zurückkehren dürfen, ist noch unklar. Morgen wollen die Kultusminister der Länder ein gemeinsames Konzept vorstellen. In Bayern dürfen ab sofort wieder große Geschäfte öffnen. Das Bayerische Verwaltungsgericht erklärte heute das Verkaufsverbot für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig. Die bayerische Staatsregierung lockerte daraufhin ihre Einschränkungen für den Einzelhandel. Großen Geschäften ist es nun erlaubt zu öffnen, sofern sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken. Die Oberverwaltungsgerichte in Niedersachsen und dem Saarland hingegen halten die 800-Quadratmeter-Regelung für rechtens. Der britische Premierminister Johnson hat nach einer Corona-Infektion seine Arbeit wieder aufgenommen. Bei seinem ersten Auftritt mahnte er die Briten zur Geduld. Eine vorzeitige Abkehr von den derzeitigen Maßnahmen könne zu einer weiteren Krankheitswelle und noch mehr Toten führen. Johnson selbst hatte 3 Tage auf der Intensivstation verbracht. Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Rüstungsausgaben prozentual so stark gesteigert wie kaum ein anderes Land.
Der Jahresbericht des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI verzeichnet ein Plus von 10% auf knapp 46 Milliarden Euro. Die höchste Steigerung unter den 18 größten Militärmächten. Linksfraktionschef Bartsch sprach von beschämenden Zahlen. Die Grünen nannten den Bericht bedrückend. Nötig seien weltweit neue Initiativen zur Abrüstung. Die Deutsche Bank hat überraschend einen Gewinn im ersten Quartal erzielt. Analysten hatten noch Verluste erwartet. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Damit hat keiner gerechnet. Die Deutsche Bank mit Gewinn, mitten in der Corona-Krise. Die Details der Bilanz werden am Mittwoch vorgestellt. Doch das Investmentbanking lief wohl gut. Daher blieb unterm Strich ein Gewinn von 66 Millionen Euro. Analysten hatten stattdessen satte 400 Millionen Euro Verlust erwartet. Die Aktie gewann heute rund 13%. In den Wochen zuvor hatte sie die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Deutsche Bankchef Sewing warnt jedoch, halte der wirtschaftliche Abschwung an, drohten enorme Beeinträchtigungen. Wegen drohender Kreditausfälle hat die Bank ihre Risikovorsorge auf eine halbe Milliarde Euro erhöht. Der Verband für den Kredithandel BKS rechnet im Zuge der Corona-Krise mit einer Verdreifachung der faulen Kredite. Geldhäusern drohe so viel Ungemach, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen könnten. Für die Versorgung von Covid-19-Patienten sind natürlich in erster Linie Ärzte und Pflegepersonal zuständig. Aber unser heutiger Held des Alltags ist jemand, der sich ebenfalls um Erkrankte sorgt, allerdings nicht medizinisch, sondern seelisch. Mein Name ist Michael Rode, ich bin 46 Jahre alt und arbeite als Militärseelsorger am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Wir sind vor der Herausforderung, neue Möglichkeiten der Nähe zu erzeugen. Das heißt also, das, was wir normalerweise tun, wo ich jemandem die Hand auf die Schulter lege in einem ganz normalen menschlichen Kontakt, das funktioniert zurzeit nicht, weil wir mit einem vermummten Gesicht hier sitzen, mit einer Brille auf, die natürlich auch viele Eindrücke einfach gar nicht mehr zulässt, wovon wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger leben normalerweise. Reicht das um meinen Bauch rum oder bin ich vorne oder hinten? Können Sie gerne umfassen? Ja. Wir sind für Sie da, können auch in entsprechender Schutzausrüstung zu Ihnen ans Bett und Sie dann tatsächlich auch mal berühren mit denen, über die Themen reden, über das, was sie gerade bewegt, über ihre Ängste, über ihre Furcht, vielleicht auch darüber, was es ihnen gerade so schwer macht, auch von den lieben Angehörigen getrennt zu sein. Wenn ich in dieser Corona-Zeit vor etwas Angst habe, ist es, diese Viren mit nach Hause zu nehmen, dass ich meine Familie damit infiziere. Ich bin mir sicher, dass ich ohne mein Vertrauen in Gott, ohne die Gewissheit, dass er mich auch in schweren Situationen trägt, dass ich nicht tiefer fallen kann als nur in seine Hand, ich diese Herausforderungen nicht durchstehen könnte. Den Militärseelsorger Michael Rode hat Katharina von Schürtschenthaler vorgestellt. Und damit bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Carsten, wie sind die weiteren Aussichten? Die sind großartig. Ich könnte jetzt vor Freude einen Regentanz aufführen, denn es ist endlich soweit. Der lang ersehnte Regen, er wird kommen in den nächsten Tagen. Die Ausgangslage sieht dramatisch aus. Das ist der Regen, den wir bisher in den letzten 27 Tagen, also im April, hatten. Verbreitet gab es nur 0 bis 10 Liter. Hier ein paar Beispielzahlen von den großen Städten in Stuttgart. Viel wirklich gar nichts. Da waren es 0 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Berlin, Hamburg, München und auch Köln hatten ebenfalls nur so 1, 2 oder maximal 3 Liter. Das hier sind die Zahlen. Was kommt in den nächsten Tagen hinzu? Eine ganze Menge. Es ist zumindest ein erster dicker Tropfen auf den ausgetrockneten Boden. Im Norden werden es 20 bis 40 Liter sein. Und zwar bis einschließlich Sonntagabend. Im Osten etwas weniger, 5 bis 20 Liter. Im Westen bis zu 50. Am Alpenrand sogar bis zu 80 Liter, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Die ersten Regentropfen werden übrigens in den nächsten 1, 2 Stunden im äußersten Südwesten Baden-Württembergs fallen, im Schwarzwald, dann am Ende der Nacht, morgen früh insgesamt im Südwesten Deutschlands. Und so langsam breiten sich dann die Gewitterwolken, die kommen nämlich so ab dem Mittags, ab der Mittagszeit sind Blitz und Donner dabei, weiter aus und erreichen am Abend dann allmählich auch den Osten. Kräftige Gewitter und Regenschauer kann es auch nördlich der Alpen geben. Die Temperaturen morgen früh meistens 7 bis 14 Grad, morgen Nachmittag im Osten noch einmal sommerlich warm mit 25 bis 26 Grad. Hinter diesen Regenwolken nur noch 17 bis 19 Grad. Und das ist auch die weitere Tendenz.
Tendenz, es bleibt wechselhaft, es fällt Regen, ab und zu mit Gewittern, bei Temperaturen von dann nur noch unter 20 Grad. Endlich Nässe. Vielen Dank für die Aussichten, Carsten. Und das waren die Tagesthemen. Die Story im Ersten erzählt gleich die Geschichte der Irrfahrt eines Kreuzfahrtschiffs, das von der Corona-Krise kalt erwischt wurde. Um 0.30 Uhr bringt sie Konstantin Schreiber dann im Nachtmagazin auf den neuesten Stand der Dinge. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.